Hört man mich? Ja, genau. Herzlich willkommen zur Masterclass zum Thema Global E-Commerce Insights. Mein Name ist Sabrina Kassebaum und ich bin Masterstudentin im Studiengang Medienmanagement an der Hamburg Media School. Und die Hamburg Media School ist der akademische Partner hier bei den Online-Marketing-Rockstars. Genau, wir hören jetzt einen spannenden Vortrag und haben zwei interessante Gäste dabei. Zum einen Sven Rittau und Jochen Krisch. Und wir freuen uns jetzt auf einen spannenden Vortrag und ich sage, let's go. Der Jochen. Bei dir geht nicht, Sven. Fürchte ich auch. Jetzt höre ich mich auch selber. Jetzt muss ich ein bisschen leiser drehen. Ich habe jetzt hier zwei Geräte an meiner Hose. Ich hoffe, die rutschen nicht runter. Das andere ist das Zeichen. Ich glaube, wir laufen genau parallel zu Lars Ulrich. Ich bin ziemlicher Metalhead, also insofern von meiner Seite ist das ein echtes Opfer. Und wir werden jetzt hier ein bisschen E-Commerce-Metall machen für euch, glaube ich, in den nächsten 60, 80 Minuten. Also stay with us. Ja, super, dass ihr da seid. Wir würden starten mit, nicht mit einer Folie, sondern einfach nochmal mit einer Besinnung darauf, wo eigentlich Onlinehandel und E-Commerce mittlerweile steht. Und Jochen war gerade, da kommst du dann gleich noch dazu, auf der ShopTalk-Konferenz in Las Vegas und hat da einen ganzen Rucksack voll Erkenntnisse mitgebracht. Aber eine Sache, die wir seit Jahren im Prinzip propagieren und sehen, ist, dass wir mittlerweile, wir hatten vorhin Robert Gentz auf der Bühne, dass wir E-Commerce nicht mehr nur als 10 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen Companies sehen, sondern wir sehen im Prinzip Milliarden Player. Und wir reden nicht Amazon, wir reden auch ein bisschen heute über Amazon, wir reden über eine Vielfalt, die gerade auch außerhalb von den USA im Prinzip zu sehen ist. Das heißt, wir haben einen Haufen an Playern, die im Prinzip Milliarde zu plus letztes Jahr eine Milliarde Umsatz geknackt. Zalando über 4 Milliarden, Webshop über 10 Milliarden. Das heißt also, wir haben im Prinzip in der Breite auch nicht mehr das Thema, ist sozusagen E-Commerce sozusagen relevant, geht das wieder weg und so weiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Sujet, was wir heute euch nahebringen wollen und auch ein bisschen eine Gegenposition gegen sowas wie Scott Galloway eigentlich auch aufzubauen und zu sagen, es ist nicht ganz so schlimm, wie viele Marketingleute das vielleicht uns glauben machen wollen. Ja, vielleicht ganz kurz zum Einstieg auch noch so ein paar Punkte, die später auch nochmal auftauchen. Aber wenn man sich so eine Veranstaltung wie die Shop Talk anguckt in den USA, die wirklich versucht, alles, so was Rang und Namen hat, auf die Bühne zu bekommen und dann eben auch sieht, was da auch nachkommt an Konzepten. Also einige haben wir später auch mit drinnen, nachdem wir erstmal so einen allgemeinen Überblick geben. Und das sieht man eben auch. Also ein Kernpunkt, also auch in unserer Präsentation wird dann schon sein, letztendlich Unternehmen werden um den Kunden herum gebaut. Also nicht mehr die Kategorie ist maßgeblich, sondern letztendlich das Kundenbedürfnis. Und da tut sich sehr viel. Und ich glaube, das sind auch Themen, wo man dann gegen einen Amazon und gegen einen Zalando auch eine Chance hat. Aber darauf gehen wir dann am besten später noch mit ein und fangen jetzt erstmal an. Genau, wir haben eigentlich drei Teile, die wir sagen. Teil 1 wird sein, also it's happening. Sozusagen, wer Game of Thrones guckt, the winter is coming. Wir sehen es eher so, the summer is, oder the spring is here. Das zweite ist dann, einfach auch ein bisschen zu relativieren, was macht Amazon sozusagen und was heißt das aber eigentlich für die anderen Marktteilnehmer. Und der dritte Teil, und das ist dann eben auch der Shop-Talk-Rucksack, einfach dann nochmal zu schauen, was gibt es denn eigentlich an Vielfalt, an Konzepten, an Ideen und auch an großen Unternehmen mittlerweile, die sozusagen in einer angeblichen GAFA-Welt im Prinzip dann auch da eben prosperieren. Das It's Happening kann man immer ganz schön so runterbrechen, das müsste eigentlich jeder kennen, der sich mit dem Thema beschäftigt, sozusagen It's Day One, das gilt natürlich für eine Amazon, wenn man sich anschaut, jetzt im letzten Jahr 180 Milliarden Umsatz, im Prinzip ein Faktor 10 auf 10 Jahre, glaube ich sind es, ja, und ja, also die Diskussion ist natürlich, wo führt das hin, wo hört das auf, aber man muss sich auch anschauen, wo steht eigentlich der Gesamtmarkt? Und wir reden, also man sieht die rote Kurve, das ist eben von Kleiner Perkins, Mary Meeker, das ist China, aber wir sehen eben auch, dass ein deutscher Markt eigentlich sozusagen kategorieübergreifend noch, also unter 10%, wahrscheinlich ist in 2016er Zahlen, jetzt gerade mal so sozusagen Double Digit überspringt. Das heißt, die deutsche Sicht ist ja auch immer sehr so, okay, wir optimieren die 10%, ja,
Aber es gibt halt 90% da draußen, die sozusagen noch nicht digital Commerce sind. Das heißt also, es ist eigentlich absurd, die Diskussion zu sagen, ich optimiere meine jetzigen 10% aus Marktsicht, wenn ich im Prinzip eine Verdopplung wahrscheinlich ziemlich leicht erreichen kann. Und die Beispiele, die wir haben, hatten wir heute auch auf der Bühne, ist halt dann ein Zalando, ist eine Zooplus. Das sind so die deutschen Beispiele. Man kann da relativ schnell durchgehen. Wayfair, ganz tolles Unternehmen aus den USA, ein chinesisches Unternehmen, also das hatte ich vorhin schon gesagt, im Prinzip da auch eine extrem krasse Wachstumskurve. Und diese ganze Dynamik haben wir dann, ich bin immer so ein Freund, oder wir beide sind so ein Freund von Put your money where your mouth is, also wir reden auch viel drüber, aber wir machen auch was. Und wir haben dann gesagt, okay, kann ja nicht sein, dass so ein Segment im Prinzip immer nur auf Amazon sozusagen reduziert wird. Und dass wir dann uns 2015 hingesetzt haben und haben überlegt, okay, eigentlich müsste man einen, also geben den Gigs haben wir heute Morgen gehört, und das ist der Glory, das ist sozusagen unser Modell, wo wir sagen, das ist das Portfolio weltweiter Onlinehandel, wie wir ihn aktuell sehen. Wir haben jetzt 27 Unternehmen und daraus haben wir dann im Prinzip ein Produkt gebaut. Also wir haben einen öffentlichen Aktienfonds aufgelegt, den man auch investieren kann und in dem wir selber investiert sind, in dem das Ökosystem der deutschen Handelsszene oder der zukünftigen Handelsszene investiert ist, und die Performance ist schon ein bisschen, also nichts, nothing for the faint-hearted. Man braucht hier, hatten glaube ich heute die Hoden an die Eier aus Stahl gesehen, also es geht auch rauf und runter, ja, aber man sieht eben schon, dass über einen Trend von jetzt über 2, 2,5 Jahren da auch eine schöne Dynamik ist. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich unsere Nachricht an alle ist. Auf 10 Jahre würde man wahrscheinlich nicht sein Geld in Metro stecken und nicht in Kaufhof, sondern man würde sagen, man geht eigentlich in die Player wie Alibaba, Amazon und Co., wo eben entsprechend das Wachstum ist. Und ob ein DAX in 10 Jahren sich verX-facht, weiß ich nicht. Die darunterliegenden Companies werden sich auf 10 Jahre sich verX-fachen. Und ob sich das dann übersetzt in eine entsprechende Börsenbewertung, das ist so unsere Wette, die wir da eingehen. Teil 2, das ist immer so ein bisschen dieses Bild, so alle gucken auf Amazon, keiner bewegt sich. Jetzt haben wir heute gehört, die einzige Möglichkeit ist, der Regulierer muss Amazon zerschlagen, dann wird wieder alles gut. Ja, solange können wir auch warten im Markt. Robert Gens macht das nicht, Jack Ma macht das nicht, viele machen das nicht. Und warum machen die das nicht? Weil es ist nicht die Frage, kann ich Amazon schlagen? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich kann natürlich, und da sind wir wieder bei den 90%, die Incumbents, also die stationären Händler, die jetzt sozusagen anfangen, digital zu werden und digital zu verkaufen, den kann ich Market Share wegnehmen. Und das ist so ein bisschen das, was wir heute eben hier auch mit euch letzten Endes diskutieren wollen. Und ja, Jochen hat da eigentlich immer ganz schöne Analysen. Ich mache da immer gerne dem Beispiel, dass man wirklich mal guckt, wie haben sich parallel dazu andere Unternehmen entwickelt. Bei Zara kann man das ja schön machen, weil die an einem ähnlichen Punkt an die Börse gegangen sind wie Zalando. Insofern kann man die Kurve da ranlegen, und bei Zara weiß man, die müssen für jedes Umsatzwachstum einen neuen Job oder eine ganze Menge an neuen Jobs eröffnen. Und Zalando tut sich da relativ leicht und hat eben auch andere Hebel, kann andere Märkte reingehen, kann andere Kategorien reingehen. Heute kam die Ankündigung, dass Zalando Beauty gestartet hat. Also hat da sehr viele Hebel. Ich klicke mal selber, ne? Ach so. Ja. Nee, lass mal. Und wenn man sich dann mal anguckt, manche nennen das Apfel mit Birnen Vergleiche. Ich finde sie legitim, weil wenn man wirklich mal sieht, Zalando ist als Schuhversender gestartet und hat dann aber sehr schnell entdeckt, dass es nicht um Schuhe geht, sondern um den Kunden oder die Kundin in dem Fall, und ist dann eben entsprechend in andere Kategorien reingegangen. Und jetzt sieht man mal die Gesamtentwicklung wirklich im Umsatzvergleich mit einem damals ja auch schon präsenten Deichmann, und vor allen Dingen einem Deichmann, das stolz sagt natürlich, dass sie einer der Ersten oder der Erste waren, die seit 2000 online Schuhe vertrieben haben. Also insofern ist das, finde ich, ein legitimer Vergleich, und man sieht jetzt, dass die Kurve sich langsam annähert, und es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also nichts gegen Deichmann, hat eine wunderbare Entwicklung gemacht und ist sicherlich jetzt der führende Player im Schuhmarkt, aber man sieht, was ein Online
Unternehmen, das es jetzt eben erst seit 10 Jahren gibt, in dem Bereich auch erreichen kann. Hier auch nochmal dargestellt im Vergleich zu Fressnapf, die immer wieder Versuche gestartet haben, online Fuß zu fassen, schon sehr früh dann aufgegeben haben, sich doch auf stationär konzentriert haben, dann auch noch natürlich ein Franchise-Modell haben, das im Prinzip gar nicht so sehr Richtung Multichannel driften darf. Also sie müssen eine Lösung finden, wie sie die Umsätze entsprechend verrechnen. Während derzeit greift Zooplus an, erst langsam, allmählich und dann mit einer Dynamik, die gerade in den letzten Jahren unglaublich angezogen hat. Also da kann man auch absehen, wo das irgendwann mal enden wird. Und ja, dann steigen wir. Genau, vielleicht noch einmal zurück. Also für die, die es nicht wissen, ich habe das mal Zooplus mal mitgegründet 1999, also ich bin auch schon ein bisschen länger unterwegs. Und wir haben das natürlich extrem gefeiert. Also 2001 ist Fressnapf wieder offline gegangen. Das ging dann in der Tech-Abteilung, also sagen Sieg so ungefähr. Und man sieht eben auch, dass es im Prinzip ja eigentlich 10 volle Jahre sagen Fressnapf online nicht stattgefunden hat. Und das ist eigentlich genau das, was man heute nicht mehr aufholen kann. Und man sieht die Kurve, also die Anekdote war dann irgendwie, irgendwer kam auf die Idee, Cornelius Patt, den CEO und Thorsten Töller, den Gründer und glaube ich Aufsichtsrat von Fressnapf, noch auf die Bühne zu stellen. Da meinte Cornelius beim Wein nur zu mir, also eigentlich möchte er sich nicht mit dem regionalen Wettbewerb messen. Weil sozusagen die Sicht von Zooplus ist natürlich sozusagen, okay, ich bin in 37 Ländern, ich bin überall Marktführer, ich bin Online-Marktführer, ich bin nicht Offline-Marktführer, aber die Dynamik, und da kann man jetzt zuschauen, die nächste Milliarde braucht 3 Jahre, die erste hat 17 gebraucht. Also das, ja, wir sehen, der viel verlachte Hockeystick ist halt da. So, wir schauen zu, was da eben entsprechend passiert. Ja, zurück zum großen Gespenst. Amazon ist ja nicht nur Retail, sondern ist sehr, sehr breit aufgestellt und ist in vielen Industrien im Prinzip unterwegs. Und auch da, also ja, das Thema Consumer Technology sehen wir sehen Cloud Computing, AWS, wir haben das Media-Thema, auf das ich nachher nochmal eingehe, aber auch Logistik, haben wir auch einen CEO von einem sehr großen gelben Unternehmen, der gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass Amazon eigene Logistikinfrastruktur aufbaut. Ja. Ich meine, wir wissen alle, dass es anders gekommen ist, aber ich frage mich schon, wie man als Chef von so einem Laden sich wirklich ernsthaft hinstellen kann und nicht mal kurz dreimal zu überlegen, was habe ich in meinem Korb und was haben die anderen in ihrem Korb. Und das ist genau das, was eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren passiert ist, dass extrem viel unterschätzt wurde, wie viel Willen da ist, auch sozusagen das Know-how auf andere Bereiche im Prinzip zu übertragen. Und das nächste, was wir sehen werden, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben, ist wahrscheinlich Healthcare. Das haben sicherlich auch viele mitbekommen, dass hier auch Warren Buffett im Prinzip, da gibt es eine Allianz jetzt, wo man sagt, okay, das ist eigentlich die nächste Industrie, die sozusagen da jetzt irgendwie umgedreht werden soll. Wird man sehen. Spannend ist, dass der Kern von Amazon immer noch 3 Säulen sind. Also es ist also klar, neben dem Retail-Geschäft hast du eigentlich immer noch das Prime-Thema, du hast das AWS-Thema und du hast den Marktplatz. Und wenn man sich anguckt, wann dann die Sachen gestartet sind, dann kriegt man eine Ahnung, wofür Amazon noch fähig ist, weil wir haben einen Marketplace 2000, da weiß ich auch noch, dass wir auch als Zooplus mal gesagt haben, okay, warum machen die das jetzt? Weil man natürlich, wir haben nur auf unsere eigene Retail-Marge geguckt und dann, ich habe das nicht verstanden, zu sagen, ich mache im Prinzip meinen Kundenzugang auf und nehme dann die Marge, ja, von den Händlern, die über meine Plattform verkaufen. Aber das, also habe ich nicht gesehen, ja. Wenn ich es gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich selber gemacht. Prime 2005, ja, es ist über 10 Jahre und wir sehen gleich die Effekte, das gleiche mit den Web-Services, die sehen wir auch oben rechts, im Prinzip mit 18 Milliarden zu, weiß ich nicht, 2/3 des Ergebnisses, also sind, glaube ich, 4 Milliarden Ergebnisbeitrag jetzt, die da rauskommen, so hochprofitabel und wir haben eben auf der rechten Seite alle neuen Produktideen, Ansätze und das ist noch nicht, abschließend. Das ist einfach jetzt nur, um einen Eindruck zu bekommen, was da dann in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich dann noch eigentlich alles passieren wird. Ja, und das ist sozusagen das Thema Prime Subscription. Wir sind jetzt so bei CB Insight, schätzt das auf, oder von Statista ist das auf 90 Millionen Prime User. Und warum ist das relevant? Und Jochen führt das auch gleich nochmal aus. Also im Prinzip, man muss sich ja sehen, es ist ja nicht immer nur der Kunde, der eine Kunde, sondern es gibt ja im Prinzip, es gibt den Neukunden, es gibt den Stammkunden, aber es gibt
auch, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir kommen, glaube ich, jede Woche 3 bis 5 Pakete von Amazon an. Also ich glaube schon, dass ich ein typischer Vielbesteller bin. Also nicht nur ich alleine, auch mein ganzer Haushalt. Und das ist auch die Idee letzten Endes zu sehen, was gehört denn eigentlich in dieses Prime-Thema rein. Das ist ja nicht nur Free Shipping. Es ist ja jetzt mittlerweile, das hatte ich vorhin eben gesagt, das ist vor allen Dingen das Entertainment-Element, dass du sagst, okay, ich bin eh Prime-Kunde, ich habe meinen Video-Stream, ja, ich habe meinen Music-Stream, ich habe meinen Foto-Upload, der unlimited ist. Das heißt, ich bin sozusagen von der ganz anderen Seite, irgendwie komme ich dann ja nicht mehr raus. Also ich habe meine Fotos noch nicht hochgeladen, aber ich habe natürlich, also ich habe auch Netflix, aber ich schaue immer, kann ich es eigentlich auch noch mit meinem Prime-Account sozusagen abfangen, meinen Medienkonsum. Und warum ist das relevant? Naja, also das ist eigentlich für mich so die Aussage der letzten Zeit vom Jeff, dass er versteht, wenn unser Videoangebot richtig knallt, dann verkaufe ich mehr Schuhe oder ich verkaufe sonst was mehr. Weil, was Sie gesehen haben statistisch, ist, dass Leute, die Prime Video nutzen, verkaufen, also kaufen Faktor 2,5, ist so die Schätzung, mehr ein. Sie erneuern, sagen, ihre Prime-Mitgliedschaft mit einem deutlich höheren Prozentsatz. Und es sind Leute, die du über das Video im Prinzip ins Prime reinkriegst. Das heißt, Video ausprobieren und dann fange ich an zu kaufen. Und das sind halt genau diese Effekte zu sagen, okay, ich habe ein Angebot, das immer klebriger wird und du kommst eigentlich irgendwann, kommst du da nicht mehr raus. Und das ist das, wo ich schon dem Scott Galloway folge, zu sagen, okay, warum soll ich mich als Konsument da eigentlich rausbewegen? Und dann sind wir eben bei einer Sicht, die ja gerade du letzten Jahre auch immer wieder propagiert hast. Leider gibt es die ACTA-Studie nicht mehr, der ist 2016 zum letzten Mal erschienen und ich fand die immer eine der spannendsten, weil sie A, relativ marktneutral erhoben wurde, ist repräsentativ, was nicht alle Studien leider machen, und weil sie diese schöne Darstellung oder zumindest die Daten hatte und sehr früh angefangen hat, die Vielbesteller zu tracken oder die Bestellhäufigkeit zu tracken. Und ich plädiere ja immer dafür, nicht darauf zu achten, wie viele Kunden bestellen, sondern hauptsächlich, ob man die richtigen Kunden anspricht und oder sich verleiten lässt, auch Fehlentscheidungen zu treffen, weil man eben denkt, der Markt ist die Gesamtkundenzahl, aber der Markt und die Marktdynamik wird ja getrieben von denen, die sehr häufig bestellen. Und das sind nicht immer die Jüngsten oder klassisch sondern das ist bunt gemischt. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, A, sich bewusst zu machen, was die Dynamik war. Und das war am Anfang mal 1%, die 10-mal oder 20-mal im Jahr bestellt haben. Und man sieht jetzt die letzten erhobenen Zahlen, es geht jetzt rauf bis 3%, die 50-mal und mehr bestellen. Und Sven ist immer einer der Prototypen dafür sozusagen. So sieht er aus, der in dem Raster ist. Aber man musste sich die Zahlen eben immer multipliziert denken mit der Zahl der Bestellungen. Und dann sieht der Kuchen natürlich komplett anders aus, weil es geht nicht darum, die ein- oder zweimal gelegentlich bestellen. Da freut sich natürlich jeder drüber, aber wenn die nicht wiederkehren, das hilft dem Anbieter nichts. Und wir sind sehr gut, der gesamte Onlinehandel, in der Kundengewinnung, in der Neukundengewinnung. Wir sind aber noch sehr schlecht in der Stammkundenbindung. Und alle Konzepte, die in den letzten Jahren hochkamen, wie Shopping-Clubs, wie jetzt ein Stitch Fix, das eben auf Abonnements oder ein HelloFresh oder andere setzen, werden erstmal missachtet oder negativ dargestellt, weil man sagt, was soll das Konzept? Aber die Idee ist da immer, wir wollen den Kunden regelmäßig etwas bieten können und vor allen Dingen wollen den Kundenzugang so gestalten, dass wir eben auch viele Mails verschicken können, dass wir andere Anknüpfungspunkte haben und dass wir nicht jedes Mal wieder über Google und über andere Marketingwege die Kunden wiedergewinnen wollen. Und das ist, glaube ich, ein Trendthema, dass wir jetzt, der Markt ist voller klassischer Online-Shops, die eben Richtung Neukundengewinnung und Conversion-Optimierung optimiert sind. Was wir aber sehen werden und sehen müssen, das sind entweder Kundenbindungsprogramme wie Prime oder andere Konzepte. Wie gesagt, Beispiele sind Shopping-Clubs, Beispiele ist Stitch Fix, die einfach eingebaute Mechaniken haben, um die Kunden dauerhaft zu bedienen. Und daran sieht man halt wirklich das Potenzial. Und das ist natürlich jetzt nicht auf einen Händler bezogen, sondern auf die Gesamtbestellungen über mehrere Händler hinweg. Aber wenn nur ein Händler wüsste, wie viele
Teile dieser wirklich Intensivbesteller er hat, dann weiß er schon, ist er für die nächsten 5 oder 10 Jahre gerüstet oder hat er wirklich ein Problem, weil einfach die Stickiness nicht zu halten ist. Und ich glaube, diesen Shift muss man sich immer vergegenwärtigen. Man darf auch nicht davon ausgehen, dass was die letzten 10 oder 20 Jahre passiert ist, dass das prägend ist für die Zukunft, sondern dass das in der quasi Übergangsphase relevant war und sehr erfolgreich war, dass aber jetzt in den nächsten 10 und 20 Jahren komplett andere Konzepte notwendig sind und auch machbar sind. Das sind natürlich jetzt haben wir sehr online-affine Bevölkerung und jetzt kann man sehr viel anderes machen. Man sieht, über Mobile kommt sehr viel und ich kann mir deswegen auch gut vorstellen, dass diese Sprachsteuerung und andere Sachen, die das sehr viel bequemer, einfacher, leichter machen, einfach da nochmal eine zusätzliche Dynamik bringen bei den Anbietern und den Konzepten, die das wirklich auch eingebaut haben. Also deswegen, das Chart finde ich immer sehr prägnant, um sich das nochmal vor Augen zu führen. Willst du dazu was sagen? Kann ich gerne machen. Du hast ja gleich noch 137 Slides. ja, also das ist eben ein Beispiel von einem erfolgreichen, recht kleinen Spezialistenhändler, Keller Sports aus München. Spannendes Konzept, auch übrigens kommen wir nachher auch noch zu, auch in diesem Sommer live auf der Bühne bei uns auf der Konferenz am 3. 4. Juli. Und das ist im Prinzip ein Ansatz, wo ein Händler, der jetzt heute, wissen wir, noch keine 100 Millionen Umsatz macht, im Prinzip sehr früh anfängt, sein Stammkundengeschäft genau in Richtung Stickiness eigentlich zu optimieren und zu sagen, okay, ich möchte meinen Kunden Vorteile bieten. Die sind natürlich dann häufig erstmal Preis und Rabattierung. Aber ich weiß nicht, wer gestern auf der Deep Dive war, auch zum Beispiel BSDN da, die halt im Prinzip einer der Top 32 Händler sind für Nike, die sozusagen exklusive sogenannte Drops dann bekommen von so Schuhen, und das ist eigentlich auch das, was wohin Keller Sport geht, die sagt halt, okay, als Premium-Kunde kriegst du Vorzugsmöglichkeiten, bestimmte Laufschuhe, bestimmte modische Artikel und so weiter zu kaufen. Und das neueste Konzept von den Jungs ist ein bisschen losgelöst. Vielleicht ein Punkt will ich noch einwenden. Das Premium-Programm ist ein Bezahlprogramm, also ähnlich wie Prime. Und das hätte ich mir nie vorstellen können, dass auch ein kleinerer Händler, der noch eine überschaubare Kundenbasis hat, seine Kunden dazu bringt, auch eine jährliche Gebühr dafür zu bezahlen, um eben diese bestimmten Vorteile zu genießen. Also Zalando hat jetzt was Ähnliches auch eingeführt. Da denkt man auch, wie kann Zalando das ohnehin kostenlos hin- und rückversichert? Wie muss das Programm geschneidert sein, dass man das machen kann? Und das hat mich so ein bisschen in der Auffassung bestärkt, dass ich sage, okay, das ist tatsächlich ein Modell, das sich jeder überlegen kann. Weil Kundenbindungsprogramme ganz regulär, irgendwie einen Club aufzuziehen, ja, das kann man relativ schnell machen. Aber die Kür ist aus meiner Sicht wirklich, dann die Kunden, so treue Kunden zu haben, dass man sagt, okay, dann zahlst du, ich weiß jetzt, glaube ich, 19 Euro oder nicht genau den Wert, den Keller Sports verlangt. Aber immerhin, man muss das vorab leisten. Schön aus Geschäftsmodellen natürlich Sicht, dass man diese Einnahmen vorab hat und je nachdem, wie man das Programm strickt, auch regelmäßig bekommen kann. Also es hat sehr viele Vorteile und auch schöne Hebel und das kann man sich für alle möglichen Kategorien vorstellen. Ja, und und es ist ja so ein Beispiel für einen extrem guten Spezialisten. Also heute, Robert Genz hat, glaube ich, gesagt, er verkauft eben nicht die Hose zur Mikrowelle. Und das ist halt genau das, wo du sagst, okay, wenn du wirklich in Running bist und möchtest du halt, du kannst sagen, ich weiß genau den Schuh, aber bei Keller Sports, ich bin echt heavy Amazon-Kunde, aber ich bin auch begeistert von so einem Spezialangebot, wo ich sage, okay, die kennen meinen Laufstil und ich fühle mich da sozusagen als Kunde per se auch besser aufgehoben, zumal ich dann in so einem Programm auch wirklich Zugriff habe auf echte, mir als Kunde echte Mehrwerte, die eben nicht nur Preis sind. Und ein Mehrwert, den sie jetzt eben auch gebaut haben, ist die so Kooperation mit Fitnessstudios, also das Keller Studios, sozusagen, dass man da finde ich, dass die Attraktivität des Angebots hat noch Schwächen, aber die Idee ist halt gut zu sagen, naja gut, also jemand, der Sport macht, wahrscheinlich in dem Raum, weiß nicht, werden die Hälfte mindestens eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben, ruhend oder aktiv, ja, aber jeder macht das im Winter irgendwie ein bisschen oder also bestimmte Sachen und so weiter. Also deswegen, und die Idee ist schon gut, ich finde es jetzt für mich noch nicht, wo ich sage, okay, das ist noch nicht spot on, aber es ist halt der Schritt in die richtige Richtung. Es ist auch wieder out of the box gedacht, irgendwie was
vom Kunden her kommt, wie du es ja eingangs gesagt hast, die Company im Prinzip vom Kunden zu bauen, ja, und nicht zu sagen, ja, was passt denn in meine Logistikprozesse? Ja, das ist ja, so haben wir es ja auch in den letzten Jahren. Und in die Richtung geht es weiter. Also Kellersports hat sich eben jetzt so neu ausgerichtet, umgestellt. Also sie sind einerseits in den Premium-Bereich gegangen, was die Zusammenarbeit mit den Marken erleichtert, und sind eben jetzt stark in Richtung Kundenorientierung gegangen. Und seit sie diesen Schritt gemacht haben, denken sie auch so. Und deswegen kommt da noch das ein oder andere, was noch drauf geht. Und sicherlich die ganz jungen Angebote werden eben auch noch entsprechend verbessert. Ja. Ja, und das ist auch eigentlich der Einstieg zu sagen, wie viele Kellersports gibt es denn da draußen eigentlich? Und das ist ein bisschen unsere Mission, die wir sagen, auch, also zumindest für mich kann ich sprechen, warum ich hier morgens aufstehe und so sagen, ich glaube einfach an dieses Segment. Und ja, jetzt haben wir eigentlich ein paar schöne Geschichten, glaube ich, zu erzählen. Ja, das also ist hier mal ein Beispiel oder ein beispielhaft, wir haben jetzt mal 6 rausgegriffen, die sehr extrem zeigen, in welche Richtungen man denken kann. Und da können wir mal kurz zumindest auf den einen oder anderen eingehen. Das Leitmotiv oder... Wir haben im Prinzip 2 Leitmotive. Das eine Leitmotiv ist wirklich, das Maß setzt nicht Amazon, sondern das Maß setzt letztendlich der klassische Handel, der sich sehr schwer tut, Richtung Online zu geben. Und wir steigen aber ein mit eher Konzepten, die dann doch schon wieder VC-finanziert sind, weil das wirklich jetzt Konzepte sind, wo wir sagen, wenn wir die Chance hätten, würden wir schon auch gerne das nächste Amazon werden. Also denkt da speziell an ein Wish, was im Mobile-Bereich einfach extrem angreift, als Marktplatzangebot kommt. Und das sind dann wirklich super spannende Konzepte. Fangen wir mit Stitch Fix an, die wirklich gezeigt haben, was möglich ist, mit vergleichsweise wenig Kapital, einen soliden Modeplayer, der jetzt auch um die Milliarde Dollar an Umsatz macht, aufzubauen innerhalb von wenigen Jahren mit einem auch Abo-Modell, also man bekommt eine persönliche Vorauswahl geschickt nach Abstimmung. Wenn man nichts behält, muss man eine Art Strafgebühr bezahlen. Wenn man was behält, dann wird die erstattet und lebt eben von der Kundenbindung, lebt vom Datensammeln und dadurch, dass man eben die Kundin zunehmend besser kennt. Und Zalando hat das mit Salon nachgemacht. Es gibt andere, die das entsprechend auch anbieten. Und da sieht man eben auch, wie Modehandel auch aussehen kann. Und für mich das Faszinierende eigentlich in dem Bereich ist immer, dass man sich nicht vorstellt, mit vergleichsweise wenig Sortiment, die dann letztendlich auskommen und sehr genau Stückzahlen planen können, weil sie ja wissen, welche Kunden habe ich, was brauchen die in der jeweiligen Saison, und dann müssen sie nicht mehr die ultimative Auswahl haben, wie das jetzt Amazon oder wahrscheinlich auch Zalando propagieren würde, sondern die müssen einfach die Kenntnis haben, diese, also Kundengruppen decke ich ab und die muss ich entsprechend mit Mode bedienen. Also auch auf der Seite haben sie dann nochmal extrem viele andere Hebel. Spannenderweise haben wir in Deutschland ja 2 Konzepte, die auf Männer abgezielt oder abzielen. Das ist Outfittery und Modomoto, wo jeder sagt, ja, Männer haben keinen Bock einzukaufen und so weiter, und deswegen gibt es das einen Service. Und das ist ja bei die Frau, klar, die Frau, sich so dran zu trauen, zu sagen, die Frau weiß natürlich, was sie anziehen möchte, ja, also ist es ein Klischee, weiß ich nicht wahrscheinlich, also ich würde schon sagen, ja, hat mehr Bezug zu dem Thema, ja. Und dann aber zu sagen, okay, wir schaffen es datengetrieben, ein Angebot anzubieten, wo halt dann genau diese Stickiness entsteht, wo ich sage, ah, ich finde mich hier wieder, ja, ich muss nicht in die Stadt fahren, ja. Und das ist schon beeindruckend, also wir haben auch ein IPO gemacht jetzt. Also genau, also da hat man sie auch nochmal gesehen, die ganze Geschichte und letztendlich auch die Zahlen und wie soll ich sagen, professionell die das Unternehmen hochgezogen haben, sich zwar als Tech-Company sehen und als datengetriebene Company, aber sehr gehaushaltet haben mit dem Kapital, das sie haben. Und ich glaube, bei Frauen, oder ich hätte auch nicht geglaubt, dass das Thema im Frauenbereich so Fuß fasst, ist auch das ganze Thema Passform und wie steht mir was, wie passt mir was. Also wirklich eine Vorfilterung möglich, weil mein Leitmotiv ist immer Bequemlichkeit, aber unter Bequemlichkeit ist eben auch der Zeiteinsatz, den ich brauche, um bestimmte, bummeln schön, gut und gerne, aber wenn ich schnell was brauche oder weiß, wer bestimmte Anlässe für Büro oder was auch immer, glaube ich, dann sind solche Unternehmen, die eher als Service antreten, auf jeden Fall eine Alternative in dem Modebereich. Und also das ist jetzt ein Beispiel. Poshmark ist für mich so ein anderes Beispiel, was auch eher über den Modemarkt kommt, auch in der über einen Second-Hand-Modell kommt, was es aus meiner Sicht ein paar Punkte sehr gut macht. A, es ist ein Mobile-Player,
dass die Nutzer sehr gut einbindet und es lebt letztendlich von der Nutzeraktivität. Also je häufiger man es aufruft, je häufiger man sich da engagiert, umso mehr wird man da wiederfinden. Inzwischen integrieren sie auch Händler und früher wurde immer nur von Privat zu Privat verkauft und die Händler müssen sich erst umstellen, weil die brauchen natürlich engagierte Händler, die tatsächlich auch Produkte posten, darstellen, sich in die Diskussion einschalten etc. Also ist gar nicht so sicher, ob das ein Handelsmodell dann ist als Marktplatz, aber man sieht, dass man in dieser direkten 1-zu-1-Kommunikation und mit der Begeisterung der Nutzer auch so ein Konzept hochfahren kann, haben sehr früh Veranstaltungen gemacht, die Nutzerinnen treffen sich und dann weiß man nicht, ob man das noch in die Second-Hand-Schiene stecken soll oder nicht. Also ich finde, also das Interessante, die Gründerstory ist, der Gründer hatte vorher schon mal, beackert das Thema jetzt ja auch schon seit 2005. Da gab es die erste Social Commerce Welle schon und da hatte er schon mal versucht, ein Social Shopping Angebot zu starten. Das ist dann nach 3 Jahren übernommen worden und dann hat man eigentlich wenig davon gehört und habe diese Erfahrung natürlich mitgenommen jetzt in die mobile Welt hinein und gerade mit so einem Thema, was ja durchaus auch immer wichtiger wird, wie bekommt man den Kleiderschrank wieder in Anführungszeichen geleert oder wie löst man einfach seine Kleiderthemen? Sehr spannender Ansatz aus meiner Sicht. Auch natürlich VC-Modell finanziert und es gibt im D-Bereich sehr, sehr viele, aber ich finde, das ist so das für mich Herausragende, auch gerade wenn man sieht, wie die Gründer das präsentieren und wie sie auch eine Dynamik entfachen in dem Marktsegment. Enjoy ist für mich so ein anderes Thema, was ich am Anfang in der Ecke hatte, Service, weil sie letztendlich, also ist der Gründer ist der ehemalige Chef, der die Apple Stores mit aufgebaut hat und quasi jetzt da so den Handel revolutioniert, indem er sagt, wir bieten zu den Produkten also Anschlussservice, Erklärservice, Bedienung etc. An und ist damit angetreten, hat dann festgestellt, nicht der Handel springt drauf an, sondern die Hersteller springen drauf an. Insofern sind sie jetzt oftmals Partner der Hersteller, also eher so hochwertige Angebote im Audiobereich, aber auch Drohnen und was es alles gibt, also eher komplexere, höherwertige Produkte. Und inzwischen sehe ich es aber mehr als Zustellservice. Also die haben ein eigenes Team, die liefern das an die Tür und es gibt ja immer die Diskussion jetzt auch hierzulande, kann man Zustellservices anders anbieten, kann man sie überhaupt anbieten, will jemand dafür bezahlen oder nicht und meistens muss entweder der Händler bezahlen oder der Kunde muss bezahlen. Hier bezahlt der Hersteller letztendlich, dass das Produkt unter dem Service-Aspekt entsprechend gut unter die Leute, also an die Leute kommt und das entsprechend auch einsetzt. Und der ganze Smart-Home-Bereich ist natürlich etwas, was prädestiniert ist, in dem Bereich entsprechende Angebote zu haben. Also insofern finde ich eine der besten Inspirationsquellen schwierig aufzusetzen, sind lokal gestartet in Chicago, glaube ich, oder New York, also 1-2 Städten und rollen das dann schrittweise aus, gehen dann eben in weitere Kategorien rein und wenn man da die Interviews und von den Gründern hört, sagt man auch, da muss nicht Elektronik das Thema sein, das kann irgendwann mal auch Banking, das kann Mode, das kann alles Mögliche sein, wo man eben quasi durch einen direkten Kontakt oder bei den Kunden zu Hause entsprechend noch entsprechende Upselling-Angebote etc. machen kann. Also komplett anderer Ansatz, aber interessant zu verfolgen. Picknick hat man jetzt mitbekommen, die Deutschland-Ankündigung als alternativer Zustellservice oder Supermarkt im Lebensmittelbereich. Super spannendes Konzept, jetzt über Jahre in Holland getestet. Wir haben gerade noch kurz mit Dominik Richter gesprochen. Er hat gesagt, er hat das schon 2011 gehört, dass sie das in Holland immer propagiert haben, aber letztendlich sind sie erst vor 1-2 Jahren gestartet. Also haben sie sich sehr lange Zeit gelassen zu überlegen, wie kann ein modernes Supermarktkonzept aussehen und sie nennen es eben den Milchmann 2.0. Kommt der Milchmann hier vor? Nee, kommt gar nicht vor. Nee, er ist normalerweise immer dabei. Also ein Wagen, der eine feste Route macht und der die Waren vorbeibringt. Deswegen gratis Lieferung, der fährt immer und sie liefern direkt quasi aus ihrem eigenen Lager heraus und müssen auch lokal starten, aber es muss nicht auf Lebensmittel beschränkt sein, sondern es wären dann auch andere Services möglich, dass sie andere Kategorien Produkte mitnehmen, dass sie also ausliefern, dass die Produkte auch wieder mitnehmen, Leihservices etc., alles. Dadurch, dass er eben täglich vorbeikommt, kann man das komplett anders machen. Dadurch, dass es eine Person ist, die man dann irgendwann auch kennt, ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Also deswegen bin ich sehr gespannt, was die über die Zeit
ich würde es mal ausklatschen lassen, über die Zeit leisten können und welche Alternative das sein kann jetzt zu den klassischen Konzepten, die ja nicht mehr sind als wir bringen jetzt den Offline-Supermarkt online. Das ist auch eine schöne Anekdote, ist ja, dass sozusagen das Deutschlandgeschäft jetzt sozusagen also aus der alten Tengelmann-Logistik sozusagen startet, die ja sozusagen Tengelmann aus dem Markt gegangen, also zumindest nicht mehr im Lebensmittel, also sozusagen auch aus Alten kann Neues entstehen, ja, und sozusagen man kann, also insofern ist es nicht alles vorbei, ja, aber man sieht eben, dass, also es ist einfach smart gedacht. Und ganz anders als also wahrscheinlich so, wie man früher eingekauft hat. Ich kenne auch noch einen Eiermann von ganz früher. Ja, also schon gut. Also natürlich in anderen Ländern wahrscheinlich populärer gewesen, aber jetzt als Ansatz. Und man sieht auch immer, das sind immer Leute, die tendenziell branchenfremd sind. Wahrscheinlich ein klassischer Lebensmittelhändler, Supermarktbetreiber würde das nie so angehen, weil er sagt, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und außerdem, wer kommt denn dann noch in meinen Laden? Das ist ja ganz schwierig. Also das als Beispiel und natürlich so als ultimatives Beispiel, ist ja inzwischen fast schon überhyped, Wish, die eben billig, super billig Ware aus China anbieten. Darum geht es aber, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht so sehr, sondern die Frage ist, wie ist die Nutzeransprache? Und Sie haben eben ein Mobilkonzept entwickelt, das sehr schnell ist, das auf Impuls setzt, das auf dauerhaft, also immer wieder nutzen und gucken und schauen, was gibt es denn alles, und leisten kann man sich es auf jeden Fall. Also das sind super günstige Preise. Das wird mit der Zeit anders werden. Also Sie sind als Marktplatz gestartet. Man sieht jetzt schon, dass Sie zuerst versucht haben, über die direkten Produzenten aus China in den US-Markt, aber auch in den deutschen, eigentlich den ganzen europäischen Markt zu kommen, versuchen jetzt aber auch höherwertige Marktplätze zu machen und in ganz klassischen Marken auch einzubinden. Und Wish, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine App, die haben unterschiedlichste App und man kann sich da sicherlich als auch vorstellen, irgendein Wish Premium oder Wish Luxus, wie auch immer das dann mal heißen wird, wo man dann auch ganz klassisch, seriös in Anführungszeichen einkaufen kann. Also eine sehr schöne Mischung. Also drei Punkte gefallen mir da sehr gut. Das ist A, die Ambition. Wie kann man jetzt, wo eigentlich ein eBay schon da ist, wo ein Amazon da ist, noch so verrückt sein, wirklich mit unheimlich viel Geld und Power da so ein Ding hochzuziehen, profitieren. Und zweite, als Mobile-Effekt, dass sie sehr früh gestartet sind, konnten sie noch die erste Facebook-Welle wirklich mitmachen, wo man Marketing eben für mobile Apps ja letztendlich macht und sind damit hochgekommen und inzwischen in allen fast Ländern, wo sie vertreten sind, unter den Top 10 Downloads bei den Shopping-Anwendungen. Ja, und dann die Kategorie und die andere Nutzeransprache, die sie eben propagieren. Genau, und auch sagen, ich finde das schon, also weil du sagst im Prinzip dieses Customer-Centric, ja, zu sagen, okay, welches Segment greift man sich raus? Man greift sich das Segment raus der Leute, die eigentlich kein Geld haben für Mode und die bisher nicht bedient worden sind. Und dass man sagt, und dann ganz knallhart konsequent zu sagen, okay, wenn du billig Mode haben willst, das können wir schon machen, dann ist sozusagen Ansprache ist übers, jeder hat, egal welcher Schicht, ein Handy, aber du musst dann eben x Wochen auf dein Kleid warten. Ja, das ist halt dann der Deal, ja, das sozusagen. Und dann aber, und dafür natürlich auch das Funding zu bekommen, ja, zu sagen, okay, das ist ein Markt, der noch nicht bedient ist, und jetzt eben dann so stark zu sein, zu sagen, okay, jetzt kann ich mit der Erfahrung eben dann wieder mir andere Kundensegmente greifen, wo ich dann sage, okay, wenn ich Premium mache, brauche ich natürlich ein anderes Produktversprechen. Dann geht es nicht mehr, ich warte 5 Wochen auf mein XY-Kleid. Das geht, das ist die, würde nicht passen. Aber das finde ich eben extrem konsequent ausgespielt. Und eben für eine mobile Nutzerschaft. Also sowas hat man bisher ja immer nur in Indien oder anderswo gesehen, wo man einfach weiß, da sind Laptops und Desktop-PCs nicht so verbreitet. Und hier sagen sie bewusst, wir sprechen eine Schicht an, die einfach, also Mobile hat jetzt jeder hat ein Smartphone und so muss das funktionieren. So ist auch die Seite optimiert, die Bilder sind optimiert. Im Prinzip für Deutschland, Lesara hat so ein bisschen einen ähnlichen Ansatz, sind aber selber Händler. Also insofern da nochmal ein Unterschied, aber jetzt in der Nutzeransprache zu sagen, es gibt einfach Segmente, die noch nicht in keinster Weise bedient werden, so wollte ich sagen. Und interessant ist aber nur so ein bisschen, wer mich kennt und das verfolgt, weiß ja, ich bin ja auch immer so jemand, der mit eBay hadert, weil ich denke, das ist eine Domäne, die eBay hätte machen müssen. Und das sind genau die ganzen eBay-Themen, die hier zu tragen kommen. Das war früher so das Impulsmedium und bei eBay funktionieren die Auktionen nicht mehr klassisch so, dann ist man aber eher in Richtung Amazon gegangen. Hier sieht man an Wish, dass man trotzdem noch ein schnelles, unterhaltsames Angebot machen kann, das eben eine breite Masse ansprechen kann.
Ja, und eins meiner Lieblingsbeispiele jetzt auch, was ich sehr lange skeptisch verfolgt habe, aber jetzt nach der Shop Talk sehr begeistert bin. Ohnehin, der Beauty-Markt ist ja einer, der quasi vor einer Revolution steht, oder da muss was passieren. Also die klassischen Strukturen, auch im Prinzip, wie die Marken den Handel im Griff haben, und das geht komplett an dem vorbei, was die Kundinnen wollen, oder was Emily Weiss ist, die Gründerin von Glossier, nennt sich das, ist hier auf der Seite, sie hat einen Blog, Into the Gloss, das sie betreibt, damit ist sie groß geworden, und dort hat sie eigentlich schon immer propagiert, die Kunden wollen mehr, in Anführungszeichen, Mitsprache, sich einmischen, die wollen wollen die Marken auch kritisieren können und auch im Prinzip sagen wollen, wo die Marke hingeht, und sie propagiert das jetzt, ist wahrscheinlich bei den Marken nicht weitergekommen, deswegen hat sie eine Eigenmarke rausgebracht, und man sieht das nur hier ganz oben, Shop Glossier ist so der Einstieg, also die Promotion läuft letztendlich über das Blog und über die Nutzerinnen und die Einbindungen der Nutzerin, und sie sagt einfach, dass so wie die Beauty-Branche sich jetzt präsentiert, also dass sie sagt, die Marke hat die Hoheit, die sagt, was dir fehlt und was dir gut tut, und du bist immer die Dumme, die quasi nutzen muss, damit sie noch schöner wird, die Produkte nutzen muss, damit sie noch schöner wird, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Nutzerinnen wissen, was sie wollen, was ihnen steht und was sie brauchen, und am liebsten tauschen sie sich mit anderen aus und sind schon fast genervt, auch wenn sie von der Verkäuferin oder der Expertin im Laden, in Anführungszeichen, beraten werden, weil auch die nicht ihre Bedürfnisse kennen. Für manche ist ein Button Feature, also die einen wollen so, die anderen wollen so, und entsprechend versucht sie also eher das Modell oder das Grundkonzept, die Grundidee so zu propagieren, und das, was man sieht, sind Ausprägungen. Das ist jetzt die Seite, die Art und Weise, wie die Kommunikation läuft, das sind die Produkte, wie sie jetzt entstanden. Ich fand es ganz interessant, wenn man nach ihrer Präsentation, die sehr kämpferisch war, die Twitter-Reaktionen verfolgt hat, hat man dann auch gesehen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber sie verfolgt, also propagiert jetzt das Modell quasi, und dann versucht sie aber, ihre eigene Marke zu verkaufen, und die darf man dann nicht kritisieren. Ich glaube, das ist aber gar nicht so der Punkt, sondern die Marke lebt ja letztendlich dann davon, dass das Feedback kommt, dass man sieht, in welche Richtung treibt es die denn letztendlich. Und was ich das Spannende finde, ist, es ist nicht festgelegt. Dadurch, dass man sich so vom Kundengedanken her auf ein Thema stürzt, kann man im klassischen Beauty-Bereich bleiben, kann man in andere Bereiche auch vordringen. Wenn die Marken irgendwann auch ähnlich ticken, kann man das als Plattform aufziehen, kann man die Marken integrieren. Also das finde ich einen der spannendsten Ansätze, Denkansätze jetzt eher, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht E-Commerce machen im Sinne von Handel treiben, sondern wir wollen Seiten, Plattformen, Konzepte etc. etablieren, wo wir wo der Anspruch quasi das prägende Moment ist, und dann sehen wir, wo es uns hintreibt. Und da hat man viele jetzt gesehen, gerade viele Gründerinnen, auch im Modebereich, große Größen, das ist ein Thema. Dia und Co. ist so ein Unternehmen, was da mit einem ähnlichen Anspruch kommt. Und ich glaube, das ist so eins der Trendthemen jetzt, dass man nicht mehr von der Kategorie kommt. Das fängt jetzt aus Beauty an, oder man hat auch andere Seiten. Picknick fängt jetzt als Supermarkt an, aber das kann das Leihbibliothek, oder ich glaube, Bücher haben sie mitgebracht zu einem gewissen Zeitpunkt. Also es kann irgendwann alles sein. Enjoy kann zu allem beraten, und das ist so das Trendthema, und das ist dann aus meiner Sicht wirkliche Kundenorientierung, dass man sagt, man geht von den Kundenbedürfnissen, von den Ansprüchen der Kunden aus und entwickelt dann das entsprechende Konzept. Willst du, soll ich? Ich bin jetzt schon so drin, ich könnte es auch weitermachen. Du machst weiter, noch 97 Slides. Nein, wir haben gar nicht mehr so viel. Also wir wollen es mal wissen, das waren jetzt wirklich die VC-getriebenen Konzepte, aber mal ein bisschen runterbrechen, dass wir sagen, okay, wenn der Anspruch sein muss, wir müssen besser sein als der Offline-Handel oder das, was man bisher kennt, wir müssen aber nicht unbedingt in die Amazon-Liga kommen, dann sieht man auch am deutschen Markt viele, viele Beispiele, die einen guten Job machen, die erfolgreichen Onlinehandel betreiben, die aber sich genau so positioniert haben, dass sie eben diesem Anspruch genügen können, die Umfelder, Plattformen etc. nutzen können und eben nicht jetzt jeden Tag aus Sorge vor Amazon sich krämen müssen. Und da haben wir jetzt ein paar Beispiele aufgeführt. Ich glaube, wir steigen mal ein, deswegen will ich noch ein bisschen in der Logik bleiben. Selexon im Elektronikbereich, oder sagen wir mal,
ja, ich würde es im Heimelektronikbereich einsetzen. Ja, Heimkino. Heimkino, also genau. Audio sind mit Videobeamer gestartet und decken jetzt den ganzen Heimkino-Bedarf ab. Gibt schon sehr lange, ist trotzdem noch super junge Gründer, auch erst Anfang 30. Und haben sich eben ja von eBay und den Marktplätzen heraus entwickelt, haben da gesehen, ui, da geht was, da verkaufen wir aus dem Keller heraus als, ich glaube, die waren noch gar nicht mal Studenten, die haben das noch als Schüler gemacht. Haben dann sich professionalisiert, haben Eigenmarken entwickelt, haben Unternehmen übernommen und positionieren sich jetzt als Selexon-Gruppe mit ihren entsprechenden Marken in diesem Umfeld und werden damit zu einem sehr starken Player, eher aus einer Hersteller-Markensicht heraus, aber man kann das in beide Richtungen eben denken. Man kann als Händler ein Handelsmodell sich überlegen, man kann es aber natürlich auch stark produktgetrieben machen. Also für mich so einer der Hidden Champions wird eben auch auf der K5 dann sein. Du hast auch einen Podcast jetzt mit Christoph Herz gemacht, der das gegründet hat. Also ist nicht so viel bekannt, aber sicherlich eine der Erfolgsstories, so wie Schaltech, im Prinzip kennen vielleicht jetzt der ein oder andere mehr, die eben so aus dieser Richtung heraus groß geworden sind. Kartenmacherei, auch ein spannendes Thema. Und da gibt es viele in dem ganzen Personalisierungsbereich. Mich hat das Thema Personalisierung, Mass Customization immer ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil das gibt schon so lange als Trendthema und es ist immer alles sehr zäh. Sven weiß, wenn man da spricht, Nachzug plus war bei Shirtinator. Spreadshirt ist einer der Konkurrenten in dem Bereich. Hier sieht man es jetzt mit Karten und jetzt kamen erstmals Zahlen raus. Ist innerhalb von relativ 5 Jahren, glaube ich, sind es sogar nur in Richtung 30 Millionen Euro Umsatz gekommen mit eben derartigen personalisierten Geschenkartikeln. Personello gibt es seit Ewigkeiten. Die sitzen in Saarbrücken, machen da einen guten Job, sind jetzt nicht die Wachstumstreiber, aber haben einfach eine unheimlich spannende Einstellung, was Innovationen angeht, technische Weiterentwicklung und haben ein sehr breites Produktportfolio in dem Bereich. Und das sind halt Themen, da ist der Zug im Prinzip für Amazon abgefahren. Es kann schon sein, dass sie das ein bisschen mit reinnehmen, aber es wird nie so eine Priorität haben, dass sie das machen können. Und ich glaube, so Zusatzkompetenzen, die man jetzt, man kann sie als Service bezeichnen, Zusatzservice bezeichnen, muss sie aber nicht bezeichnen, sind unheimlich wichtig, um da ein Profil zu gewinnen, auch entsprechend da voranzukommen. Shoe Passion ist ein gutes Beispiel. Auch sehr, also ein bisschen, also spät gestartet, wollte ich jetzt sagen, das klingt aber immer so, als ob der Zug schon abgefahren wäre. Also gibt es auch erst seit ein paar Jahren, aber ein sehr ambitioniertes Team, sehr fixiert auf Schuhe und mit einer Leidenschaft, die ihre eigene Schuhmarke aufbauen, zu einer Zeit, wo man auch senken. Ja, Zalando gibt's und alles ist ja schon da. Aber man sieht jetzt in den USA, Allbirds und andere neue Marken werden gehypt und die kommen eben aus einer Markensicht heraus, haben eine hohe Online-Kompetenz, das finde ich vereint alle, dass die oftmals aus einem, ja, sei es Technologieumfeld, aus SEO-Umfeld, aus einer sehr hohen Online-Affinität kommen und eben wissen dann auch, wie man so eine Marke dann auch entsprechend in die Kanäle bekommt und haben jetzt ein umfassendes Erlebnis, bauen ihre Stores aus, dann in München, Berlin, Hamburg und wo auch immer und haben da so ihre Nische gefunden und wachsen einfach in dem Bereich. Also ich glaube, alle die sozusagen auch offline gehen, das sind halt am Ende sind es Unternehmen, die eine digitale DNA haben und das wird ja immer dann so als Feigenblatt des stationären Handels genommen. Schau mal, Amazon macht doch einen Buchladen jetzt auf und Shoe Passion hat ja auch Geschäfte. Ja, stimmt schon. Aber die Denke ist natürlich eine andere. Wenn ich sage, ich habe irgendwie 200 Läden und mache ein bisschen Webshop oder zu sagen, ich arbeite kundenzentriert mit Daten und habe dann sozusagen, gehe dann in die Fläche, ist ein komplett anderer Approach. Und das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied. Deswegen glaube ich nicht, dass stationär tot ist. Also das nicht. Nur die Art und Weise, wie man es sozusagen in der Vergangenheit gemacht hat, das wird zunehmend schwieriger werden. Also ich würde mal sagen, stationär ist da nicht tot, wenn man die Kunden dahin bekommt. Aber das ist ein Frequenzthema. Kunden von alleine kommen eben leider nicht mehr. Deswegen muss schon die Marke das treiben oder muss ein anderer Ansatz das letztendlich treiben. Da würde ich jetzt mal fast sagen, gehen wir relativ schnell durch. Ja. Der Food-Bereich ist zwar einer der spannendsten und natürlich noch ein komplett unbeackertes Feld, aber zur Picknick hatte ich schon ein bisschen was gesagt, wirklich als Newcomer jetzt auch mal aus dem europäischen Bereich, der das Thema treibt und andere, also Ocado ist ein Phänomen letztendlich in England neben einem Tesco und andere, wo der Markt ja sehr früh auch von den klassischen Playern getrieben ist, einfach in Richtung 1,5 Milliarden Pfund sind sie jetzt, Umsatz zu kommen,
profitabel zu arbeiten, also gerade an der Profitabilitätsschwelle. Aber das ist auch Sinn des Ganzen, weil sie einfach A, noch im Wachstumsmodus sind und B, einfach jetzt in dem Modus, dass sie sagen, das, was wir jetzt an Technologie entwickelt haben, sowohl in-house, in der Lagerung, Logistik, als auch in der Lieferung, im Zustellservice, das können wir jetzt auch anderen anbieten. Und das ist jetzt der spannende Moment eigentlich auch im Food-Bereich, dass wir jetzt ein paar Player haben, die so groß und so stark sind, dass sie eben durch das Wissen und Know-how, was sie haben, auch andere Player ertüchtigen können, in Anführungszeichen, und damit den Markt treiben. Und da ist Ocado, hat auch einen sehr kämpferischen Vortrag jetzt auf der Shop Talk gehalten, weil es eben auch darum geht, jetzt auch größere Anbieter entsprechend die automatisierten Lager, die sie letztendlich betreiben im Supermarktbereich, entsprechend nahe zu bringen. Im Übrigen, ich will es einwenden, bevor ich es später vergesse, einer, die das extrem propagieren, ist JD. Ist immer, wenn man in USA nach China guckt, ist immer Alibaba der Große, aber parallel eigentlich der Händler aus China ist JD, die logistisch unheimlich weit sind, die in dem ganzen Lieferservices-Bereich unheimlich viel entwickelt haben und die auch das jetzt in USA, in Europa entsprechend vertreiben, sodass man einfach wunderbar zeitgemäße, hochmoderne Lager- und Vertriebssysteme quasi einkaufen kann, wenn man es nicht selber machen kann. Und das bietet nochmal eine Möglichkeit, dass man diese ganzen Erfahrungen nicht erstmal selber machen muss, sondern ob das jetzt Startups sind oder etablierte, also VC-finanzierte Startups dann eher, was auch immer, die diese Basis quasi nutzen werden, um dann entsprechend in den Markt zu kommen. Und da ist Ocado, also im Prinzip geht es in die ähnliche Richtung, was Sven vorhin bei Amazon dargestellt hat, was Zalando jetzt macht, dass man eben quasi als Sprungbrett fungiert für andere Anbieter. Da werden wir sicherlich jetzt einiges sehen. Aber hier so mal die Veteranen, Fresh Direct hat auch präsentiert, die machen nur im New Yorker Raum und sind seit ewig 17 Jahren da präsent, jetzt Richtung 700 Millionen Euro Umsatz, spezialisieren sich darauf als lokaler Player, haben ihre ganze Lieferkette entsprechend mit Bauern, Lieferanten etc. vor Ort organisiert, haben getestet, ähnlich wie Ocado, Direktzustellung oder Abholung in irgendeiner Form. Bei beiden kam immer raus, also wenn man eine gute Direktzustellung hinbekommt, werden die Kunden das immer bevorzugen. Also da muss man sich auch keine großen Illusionen machen. Wer es gut macht, läuft's. Wer es vielleicht den Kunden eher schwierig macht, dann ist Click and Collect und andere Abholkonzepte immer noch gut, aber die ganzen Pure Player, von denen kann man das wirklich lernen, dass sie das extrem optimiert haben. Genau, auch wenn Hermes und DHL und Co. denken, dass der Kunde zum Paket mittlerweile kommen sollte, weil sie einfach nicht hinkriegen, glaube ich, dass aus Kundensicht, also dass das Schlimmste, was passieren kann, ist dann, wann stirbt nämlich sozusagen das Segment Onlinehandel und Zustellung. Da wird's auch andere geben, wie Amazon ja selber sagt, sie nehmen es halt selber in die Hand. Ich hatte auch mit Cornelius übrigens dazu gesprochen, von Zooplus nochmal, der gesagt hat, naja, dieser Engpass Weihnachten ist halt, weil alle dann da vertreiben, aber wenn er unterjährig sozusagen immer drei LKW-Ladungen pro Tag sozusagen, dann braucht er eine zuverlässige Logistik. Das ist ja genau die Logik zu sagen, Amazon macht das selber und da wird es eben Angebote geben wie Picknick und Co., die dann sagen, okay, dann bringen wir die Ware eben selber zum Kunden zuverlässig. Und ich glaube, das wird auch zunehmend die sogenannten Cap-Dienstleister marginalisieren. Also muss zwei Entwicklungen da beachten. A, der Markt wird sich noch verdoppeln und verdreifachen. Also wenn jetzt schon Stöhnen da ist, was wird dann in 5 oder in 10 Jahren sein, wenn wirklich Volumen da kommt? Und der ganze Foodmarkt wird das nochmal umkrempeln. Weil man sieht ja, für den Foodmarkt sind andere Services notwendig und das macht ein Rewe, macht einen eigenen Service aus gutem Grund und nutzt DHL dann, wenn eben zu viel Bestellungen da sind, Anführungszeichen. Und diese Services sind andersartig optimiert und können aber auch noch für andere Anwendungen, Nutzung, Anwendungsfälle genutzt werden. Also deswegen darf man auch da wieder nicht die ersten 20 Jahre sehen, wo eben Onlinehandel noch durch den klassischen Versandhandel und durch Paketlieferungen quasi gesteuert wurde, sondern kann sich durchaus vorstellen, wie wird denn ein Onlinehandel aussehen, der eben durch einen Zustellservice, täglichen, regelmäßigen Zustellservice letztendlich getrieben ist. Also das ist ein bisschen Zukunftsmusik und am deutschen Markt immer noch mehr Zukunftsmusik als in anderen Märkten, weil wir da weiter hinterher sind. Aber deswegen glaube ich und hoffe ich jetzt, also wir haben ja zwei, die angreifen. Also Rewe natürlich, jetzt so klassisch, Picknick, aber auch Edeka, die jetzt Bringmeister von Tengelmann übernommen haben. Und auch da natürlich zu überlegen, bleibt es bei den zwei Städten, die wir haben, oder forcieren wir das nicht? Weil natürlich das schon nochmal eine andere Dynamik bringen kann.
Ja, Foodkick, das ist im Food-Bereich immer sehr schnell dann, hat man bei Amazon mit Fresh und Prime Now gesehen, auch die zeitnahe Lieferung innerhalb von weniger Stunden. Fresh Direct hat das Foodkick genannt, was bei Amazon Prime Now heißt. Und dann eben auch, habe vorhin schon Dominik Richter erwähnt oder war ja vorhin auch da auf der Bühne, dann kommen solche Angebote. Und ich sehe das immer eher als Food as a Service. Andere sehen es als Abo und ganz schlimm, weil sehr aggressiv vertrieben. Aber das ist eine andere Art und Weise, den Nutzern Food-Themen anzubieten. Und das geht jetzt eben über Dinner, Rezepte etc. Da kann man sich auch andere Modelle vorstellen. Und man sieht aber, dass, wenn man sich jetzt mal, gab es jetzt auch diese Woche die Zahlen, wirklich mal die Präsentation anguckt und was für Kennzahlen das sind. Also wie wenige Kunden, wie viel die bestellen. Natürlich auch einige springen wieder ab, aber jetzt nur mal sich vor Augen zu führen, wenn man solche Kunden hat und denen wirklich etwas anbieten kann, was man da wirklich für einen Hebel dann haben kann. Das müssen nicht die Massen sein und das irritiert mich immer so ein bisschen, gerade im Foodmarkt, aber auch in anderen Bereichen, dass man immer denkt, jetzt es müssen 5, 10, 20 Millionen Kunden sein. Für Zalando und für andere mag das gut sein, aber es kann sein, dass man nur 1 Million von Kunden anspricht, aber die entsprechend ausschöpft. Ist das noch ein positives Wort? Ja, Share of Wallet. Ja, genau. Also da mit denen eben denen einen guten Service bietet und entsprechend dann auch zu entsprechenden Wiederbestellungen und Bestellkörben bekommt. Also jetzt noch mal eine andere Dynamik, aber die sind auch sehr schnell in die Milliarden Euro-Region gekommen. Und um das noch ein bisschen abzuschließen oder was für mich so eine der spannendsten Erkenntnisse war jetzt von der Shop Talk, neben dem, dass wie wahnsinnig viele Unternehmen jetzt schnell wachsen und Richtung Milliarde, 10 Milliarden Euro, Dollar, Pfund Umsatz kommen, alles was so an neuen nachkommt, Companies build around customers. Not products im Sinne von Sortimenten, das ist wirklich das spannende Thema, dass die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen und ob das jetzt Frauen sind, die Größe, große Größen haben und wo die Figurthemen eine Rolle sind, ob das Wellness-Themen, Healthy Lifestyle und was es alles gibt ist oder wie vorhin schon angeklungen, Probleme, die jetzt eine Beauty-Branche speziell hat. Also es gibt so viele Themen im Grunde, die noch ungelöst sind und wo online, aber auch mobile, vielleicht auch Sprachanwendungen einfach eine andere Herangehensweise ermöglichen und dass sobald quasi da die Resonanz da ist, können die extrem schnell Fuß fassen und entsprechend skalieren. Mich hat das ein bisschen in dem bestätigt, was ich jetzt eigentlich schon, wir hatten letztes Jahr große Plattformthemen auf der K5-Konferenz und im Vorfeld habe ich mir da Gedanken gemacht, wie kann man sich denn in der Plattformwelt positionieren und das geht so ein bisschen auch in die ähnliche Richtung. Was ist Basis, was ist Kür? Also welche Möglichkeiten hat jetzt ein Online-Händler und das ist eigentlich alles. Ich nenne es immer gerne Anbieter, weil dann kann ich Produkt, kann ich Händler, Hersteller, Marke, alles reinnehmen, neues Konzept. Also er kann entweder Richtung Marktplatz gehen. Es gibt super viele Marktplätze, super viele Kanäle. Also wer ein gutes Produkt hat, hat alle Möglichkeiten bei Amazon, bei eBay, bei neuen Angeboten, vielleicht auch irgendwann bei Wish und so. Oder Zalando jetzt, das ist ja alles jetzt in den letzten paar Jahren entstanden, da Fuß zu fassen. Die wirklich guten werden selber Plattformen, Marktplätze und integrieren eben andere. Das ist in der Regel dann immer, wenn man wirklich irgendeine Kompetenz hat, die einfach über den Standard hinausgeht und was quasi, wo man jetzt auch keine Bedenken haben muss, dass wenn man andere reinnimmt, dass man sich da quasi sein eigenes Geschäft kaputt macht. Das ist gerade die Dynamik, die man enorm sieht, mit von Zalando vorangetrieben, aber auch von Anbietern wie Tradebyte, das jetzt ja zu Zalando gehört, dass von MyToys bis, was weiß ich, überall die Marktplätze etabliert und jetzt kommt dann wieder die, wie heißt ECD von Tradebyte, ja. Wo man sehr schön sieht, die Marktplatzstrategien. Also zum Beispiel einen Klingel würde man jetzt nicht als progressiven Online-Player sehen, aber die nutzen so ein Marktplatzkonzept, weil sie sagen, okay, wir sind stark im Modebereich, wir wissen aber, unsere Kunden wollen auch im Home-Bereich entsprechend Produkte haben und bieten dann eben die Anbieter, die Home- und Living-Sortimente an, bieten entsprechend über diese Plattform an. Also da gibt es auch unterschiedlichste Strategien. Dann irgendwie ist auch spannender, fällt mir gerade ein, zu Celexon, die sozusagen als Heimkino-Anbieter sozusagen auch diese Heimkino-Sortimente für bestimmte Unternehmen auch anbieten, weil die Komplexität einfach zu groß ist. Also so kann man eben auch sozusagen dann im Prinzip die Reichweite eben auch da im Prinzip erweitern aus Anbietersicht dann eben auch. Ja. Also die Kür ist jetzt quasi, also das sind die beiden Richtungen und letztendlich hat man
also um jetzt in der Amazon-Welt in Anführungszeichen zu überleben oder voranzukommen, Richtung Vertikalisierung, dass man wirklich in der Wertschöpfung reingeht. Das kann produktseitig sein, das kann logistikseitig sein, das kann in unterschiedlichsten Dimensionen sein. Im Grunde ist das ein sehr offenes Feld, aber heißt eigentlich immer, ich baue mehr Kompetenzen auf, als ich jetzt rein als Produktanbieter haben müsste. Und die Kür aus meiner Sicht ist, das hatte ich vorhin gemeint, Unternehmen, die um den Kunden herum gebaut werden, Shopping Experience. Und das heißt nicht nur tralala, schöne Seiten machen und das schön darstellen, sondern heißt wirklich von Kundenservice, von allem. Also was ich auch im Beispiel versucht habe, klar zu machen, mit Closier, mit anderen, dass das einfach wirklich Unternehmen sind, die den Kundenzugang haben und eine Resonanz bei den Kunden haben, weil das sind die starken Player, die neben dem Amazon bestehen können. Das sind tendenziell auch die, die Richtung Plattform dann am Ende gehen. Und wenn man sich mal das so rastert und sich dann anguckt, was sind denn jetzt die Wachstumstreiber oder wer kommt da hoch oder vielleicht auch nicht Wachstumstreiber, was sind auch die kleinen, feinen Unternehmen, die gut und profitabel überleben können und da ihr Geschäft machen können, dann haben die oftmals in diesen Richtungen extreme Kompetenzen. Und das ist eine extreme Online-Kompetenz im Marktplatzbereich natürlich. Da geht dann das Amazon-SEO-Thema und viele diese Themen hoch. Das sind meistens junge Unternehmen, so ein bisschen wie Selexon mit eBay gestartet ist, wo man eben wusste, wie man da seine Seite optimiert und gehen aber dann sozusagen in unterschiedliche Richtungen heraus. Es ist nicht gesagt, dass man in allen, auf allen Dimensionen spielen muss, sondern man kann sich rauspicken. Und das ist für mich eigentlich so, dass, wo ich auch die gewisse Grundzuversicht verdeutlichen möchte, wenn man sich die Welt mal so anguckt, dann gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Man darf nur nicht die Einstellung vertreten, wir sind Händler, klassischer Händler, Einkauf, Verkauf. Und das ist es. Das wird sehr, sehr schwierig, weil das natürlich ausgehebelt wird von den Plattformen, von anderen oder eben von Eigenmarken. Oder du hast es vorhin im Kontext mit Kellersports genannt, dass eben auch Adidas und Nike nur bestimmte Händler noch bevorzugen, lieber in den Direktvertrieb reingehen. Also das sind alles natürlich schon Gefahren, die da sind. Das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt versuchen, naiv irgendwie eine rosige Welt zu malen. Aber aus unserer Sicht gibt es genügend Möglichkeiten dafür, für weitere neue Player. Und das soll jetzt auch, wir hatten jetzt immer genannt, man muss besser sein als der stationäre Handel. Ich würde eher sagen, der stationäre Handel, der eben so bleiben will, wie er ist. Also auch für den bietet sich natürlich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und in diese Richtung reinzugehen. Ich erwarte ja eigentlich immer nur statt Omnichannel, Multichannel etc., wie es alles heißt, dass man sich wirklich eine Online-Kompetenz oder eine digitale Kompetenz aufbaut. Dann hat man ja wieder alle Möglichkeiten und dann muss man auch kein zweites Amazon werden, sondern kann man genauso mitspielen wie jetzt die anderen auch und sogar besser mitspielen, weil man eben auf einem höheren Level startet, schon die Beziehungen zu Lieferanten und allen anderen hat. Also insofern das so als kleiner Rundumschlag. Das war es in der Präsentation auch von unserer Seite. Wir haben gedacht, und ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch, wir sparen uns den Rest der Zeit auf. Ich denke, wir haben genügend jetzt Anknüpfungspunkte geboten für Fragen. Also sind da jetzt sehr. Aber wir haben 90 Minuten bekommen, deswegen wir mussten das jetzt auch füllen. Also insofern. Ja, wir hätten auch das mit Präsentation füllen können. Aber also gerne würde sagen, wir eröffnen die Frage, ja? Wir machen das so, ich komme mit dem Mikro und schon noch aufbehalten sonst. Ja, danke für die Präsentation. Ihr habt sehr viel über Händler gesprochen und was deren Herausforderung ist. Was seht ihr auch vielleicht von der Shop Talk gesprochen, was seht ihr als Herausforderung für Brands, also für Hersteller, die eben über Plattformen, Marketplaces etc. verkaufen und eben keinen Direct-to-Consumer anbieten? Also die haben genau das Thema, dass sie eine Strategie entwickeln müssen, sodass das eben, also früher lief das alles so, ja, der Vertriebler war quasi zuständig dafür, die Beziehung aufzubauen und hatte andere Anreize im klassischen Handel, als er jetzt einen Marktplatz hat. Und was man da schon feststellt, finde ich, also es ist für jeden anderen, für jede Marke anders und für jeden Hersteller wird das anders sein, aber dass man eine klare Strategie braucht, wie man damit umgeht und was man sozusagen selber macht, an Produkten da anbietet, was man Partner, ob man Partner, Händler, Schrägstrich, die Produkte anbieten lässt, das ist das Thema. Und ein zweites Thema, was ich sehr spannend fand, ist, dass durchaus so eine gewisse
Paranoia da ist, wenn man jetzt, oft kommt immer das Beispiel Anker dann. Da ist im Elektronikbereich eine Marke Anker groß geworden und an vielen anderen vorbeigezogen, die nur über Amazon quasi die Plattform genutzt haben und zu einem Milliardenunternehmen geworden sind. Da fürchten inzwischen auch die Foodhersteller und andere, dass das, sobald die Infrastruktur da ist, da auch passieren wird. Und die Gefahr ist da, aber deswegen glaube ich, also sehe ich, das Bewusstsein ist jetzt weiterentwickelt und alles, was ich gesehen habe an Präsentationen, jetzt auch im Marken-Brands-Umfeld, ging in die Richtung. Also wir stellen uns der Herausforderung und wir tüfteln gerade dran, wie wir unsere Amazon-Plattform-Strategie etc. bauen und ob wir nicht eben doch selber reingehen oder was unsere Händler sein werden. Ich bin auch immer so ein Freund, der sagt, die Marken und Hersteller haben eigentlich es in der Hand, ob sie neue Player hochkommen lassen und die unterstützen oder ob sie sagen, nee, jetzt haben wir schon Amazon, jetzt haben wir schon eBay und haben da schon Probleme, jetzt wollen wir nicht noch andere Baustellen aufmachen. Also ich glaube, dass die Markenhersteller grundsätzlich in einer sehr starken Position sind und wären, wenn sie sich des Themas bewusst sind und einfach sehr, also auch, wie soll ich sagen, informiert annehmen. Ich glaube, man darf sich da nicht den Illusionen hingeben, dass man die bestehenden Strukturen beibehalten kann, auch die bestehenden Machtverhältnisse beibehalten kann, weil dann eben neue Player kommen. Und diese Dynamik ist auf jeden Fall zu spüren. Aber im Prinzip sind sie im selben Raster drin. Also deswegen hat er jetzt auch Beispiele dabei von neuen Marken, die hochkommen. Und für mich gilt das, was für neue gilt, auch für die etablierten Marken, dass die sich genauso in dem Online-Umfeld positionieren müssen und eben anhand dieser Achsen letztendlich überlegen müssen, was sie können, was sie ausmacht und wie sie sich dann eben entsprechend positionieren. Also ich glaube aber zum Beispiel, dass für Marken schon das Thema Direktvertrieb ein zunehmendes sein wird, weil die Schlacht ist ja Kundenzugang. Wer hat den Zugang zum Kunden und wem muss ich dafür bezahlen? Und bestimmte Marken, die Möglichkeit haben, den eben für sich selber zu erschließen, warum sollten die das nicht machen? Also das ist dann wieder die Sorge der Händler. Ich denke auch, dann bist du dann relativ schnell auch beim Thema Organisation und Leute, dass du sagst, du brauchst eigentlich, wie kriegst du die digitale DNA in so ein Unternehmen rein? Ich glaube, du musst dich dann halt, also eben, ich hatte das BSDN-Beispiel gebracht, die haben zwei Stores, ja, aber die Typen spielen halt, das sind drei Dudes aus München, aber die spielen halt Instagram, also sowas von schön, ja, wo du einfach sagst, du kannst nicht anders als kaufen, weil das einfach so geiles Bildmaterial ist. Und dann sagt Amazon, sagt halt Nike irgendwann, okay, ihr seid Top 32 weltweit, Top 32 Händler mit zwei Stores und halt online. Ja. Und diese DNA, diese Kompetenz musst du eigentlich bereit sein aufzubauen. Das ist dann eben ein Top-Management, das ist ein Eigentümerthema. Es ist auch mutiger zu sein, Budgets freizugeben, auch mal auszuprobieren. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich mit Instagram auskenne, ja, aber da würde ich mir halt jemanden suchen, der das kann, ja, oder auch Vertrauen aufbauen. Das ist, glaube ich, gilt halt, ich meine, Nike ist jetzt das Beispiel, okay, die verkaufen wahrscheinlich, keine Ahnung, die malen einen Schuh grün an und wer verkauft sich. Aber gibt ja auch viele, viele B- und C-Brands, aber das musst du machen. Also sagen, aber an denen kann man sich inzwischen orientieren. Also ja. Sie sind alle aufgewacht, haben Strategien und Sportbereich ist mit am weitesten gerade entwickelt, finde ich. Da kann man sich sehr viel abgucken, was die auch im selektiven Vertrieb machen, wie sie sich positionieren, wie sich mobile präsentieren, wie sie neue Konzepte entwickeln. Also das ist schon eine... Ja, auch ein Vertiefungsthema bei uns jetzt Anfang Juli auf der Konferenz. Wir haben Adidas da, Runtastic da, Keller Sports da, also auch wirklich mal zu schauen, wie machen die das denn? Also das ist wäre ein bisschen mehr Commerce. Das verschwimmt wirklich zwischen Marken und Hirsch. Noch eine Zusatzfrage? Aber was machen Low-Involvement-Produkte dann? Weil ich meine, die Kategorien bin ich bei euch. Elektronik, Sport, Parfüm, Kosmetik. Jetzt geht mal zurück zu Joghurt oder Kekshersteller. Er wird jetzt kein Online-Shop, also ich meine, Nestle hat es gemacht und hat es wieder geschlossen. P&G hat auch in einigen Ländern was versucht, das ist teilweise auch gescheitert. Aber was machen die? Also an die meinte ich jetzt ja auch mit wenn die Hersteller im Food-Konsumgüterbereich das machen. Letztendlich, also was ich jetzt mitgenommen habe aus den Vorträgen und gerade das Thema Grocery Talk war ein Hauptthema, also gab es drei Tage lang nur rund um die Themen aus allen Richtungen. Im Grunde Online-Kompetenz aufbauen. Also wie gesagt, das ist so eine Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung, weil die Gefahr ist tatsächlich da, dass sie untergehen oder dass sie in Anführungszeichen auch ausgenommen werden, weil sie eben sehr viel zahlen müssen dafür, dass sie auf den Plattformen noch präsent sind. Und diese Abhängigkeitsgefahr ist da. Sie versuchen jetzt größtenteils über die Marketing-PR-Schiene, also über die Kunden,
Aktivierung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man es bei Waschmittel und bei anderen macht, aber jetzt Joghurt ist nochmal, finde ich, dann wieder ein leichteres Thema. Darüber eine Kundenbindung hinzubekommen, aber im Prinzip das, was ja vorher auch über Brandmarketing etc. passiert ist, über online hinzubekommen, ist sehr viel schwieriger und komplexer, aber darüber läuft es letztendlich. Aber ich hatte gestern Abend, lustigerweise, Johannes Stegmann, der da neben mir stand, irgendwie nach 12:30 oder so. Von Rewe. Von Rewe, ja genau. Also der mittlerweile übrigens das Gesamtmarketing übernommen hat. Also der hat mal nur für sagen die Digitaltruppe das Marketing gemacht und hat jetzt vom Lionel Schuck im Prinzip das Gesamtmarketing Verantwortung bekommen. Die haben gesagt, Joghurt, er hat gesagt, okay, jetzt ist das ein Händlermarke. Wir haben ihre Eigenmarke, die haben die Kunden befragt und haben gesagt, pass mal auf, wir haben hier einen Joghurt, der hat 100% Zucker und dann minus 10, 20, 30 oder so, ja. Und dann durften praktisch mit Handzetteln und Vorortverkostung und Up- und Voting. Und jetzt ist minus 30 rausgekommen. Aber so im Prinzip ganzheitlicher Ansatz zu sagen, okay, wir geben dem Kunden, wir binden den Kunden, der Kunde entscheidet, das Produkt kommt dann auch wirklich. Und ich glaube, so muss man denken. Ja, also ich habe jetzt auch kein Patentrezept. Was passieren müsste, aber das ist jetzt wirklich wieder so man sagt das so einfach, aber im Prinzip, online braucht andere Produkte, andersartige Produkte, die anders positioniert sind, die andere Hebel haben, also sowohl von der Darstellung als auch letztendlich von den Features, hätte ich jetzt was gesagt, von den Zutaten und von den Wirkweisen, damit sie da reinkommen, weil ansonsten muss man schon, und Scott Galloway hat das ja heute Morgen wieder sehr drastisch gesagt, dass sobald Alexa da ist, wird Alexa die Eigenmarken pushen, weil es eben nur mehr um den Fettgehalt oder sonst irgendwas geht, und dann ist es unwichtig, ob das Danone oder sonst irgendwas ist. Also ein paar wenige interessiert das noch, aber im Prinzip, wenn Alexa in Anführungszeichen garantiert, das schmeckt genauso und das hat dieselbe Qualität und vielleicht noch einen günstigeren Preis. Also ich glaube, da ist auch wirklich in dem Bereich der Hersteller diesen Umdenken gefragt in Richtung andere online-affinere Produkte, die man auch entsprechend spielen kann, integrieren kann, und das muss schon, also da denke ich jetzt nicht an andere Verpackungen oder so, sondern das muss schon wirklich komplett anders sein, dass es eben den Bedürfnissen gerechter wird. Und ich glaube, da ist wirklich Innovation gefragt, sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktentwicklung in dem Bereich. Und gefühlt führt da dann nichts vorbei. Also man sieht es eben auch, das meinte ich eben, mit den ganzen neuen Marken, die hochkommen und die sich da positionieren, dass die halt sehr viel schneller und affiner sind. Aber andererseits, die Industrie ist ja auch gewohnt, also diese Hersteller aufzukaufen und dann zu integrieren. Aber da tut sich sehr viel, weil eben der, also in den USA vielleicht noch mehr, weil gerade dieser Umbruch extrem ist im Food-Bereich. Den haben wir jetzt natürlich hier noch nicht so, aber auch da naht das schon. Man sieht das jetzt bei Amazon Fresh, und mir werden dann immer so die Unterlagen zugespielt, auch also wenn sie erst im Bereich sind, dann werden sie unheimlich, aber was die Händler dann verlangen können letztendlich, um die Produkte noch entsprechend zu positionieren. Also die Vermarktungsmodelle sind schon interessant und lukrativ für die, die den Kundenzugang haben. Aber wollen wir noch gucken, noch andere Fragen oder Themen? Machen wir hier auf jeden Fall noch. Fangen wir hier an. Auch von mir herzlichen Dank. Ich finde es interessant, wie eBay so als einziger oder als Pionier eigentlich im Plattformgeschäft mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Mich würde mal auch durch die starke Präsenz natürlich von Amazon, aber mich würde mal interessieren von eurer Seite, welche Chancen oder wo seht ihr den eBay-Weg in den nächsten Jahren? eBay probiert es ja auch mit eBay Plus exklusiv in Deutschland, das gibt es ja nirgendwo anders, aber wie bewertet ihr das? Hochprofitabel. Ja, eben, also als Unternehmen super, hochprofitabel und toll. Wächst seitwärts. Aber halt wirklich den Umbruch nicht hinbekommen. Also eBay ist im Prinzip in einer ähnlichen Situation wie viele andere Händler oder Anbieter auch, dass sie es, also sowohl die mobile Entwicklung, da sind vergleichsweise stark, aber es ist jetzt nicht so ein Wisch dabei rausgekommen oder irgendwas Spektakuläres. Keine Ahnung. Also es ist ich sehe gerade keinen Weg. Also jetzt eBay hat natürlich auch präsentiert viel AI und versuchen dann immer die Tech-Themen nach hoch oben zu kehren. Ich frage mich nur immer, wenn das alles so gut wäre, warum boomt eBay nicht? Warum ist da nicht ein ähnlicher Wachstumsschub da wie bei Amazon auch? Also eBay, andererseits, es wäre auch bitter, wenn eBay nicht mehr da wäre, weil man braucht im Prinzip noch andere starke Player. Insofern hoffe ich ja, dass eBay noch den Weg findet, aber momentan ist die Antwort von eBay nur, wir wollen auch so eine Art Amazon werden. Und das, was eBay mal ausgemacht hat, eher nicht. Jetzt gehen sie wieder in Richtung Schnäppchenbereich rein. Also es ist ganz...
Ja, die Trends also sind halt auch sprechen gegen Amazon. Wenn man sich anschaut, die Marktplatzhändler, also eBay, sorry, ja, die sozusagen auf beiden Plattformen verkaufen, sehe ich seit Jahren im Prinzip Anteil von eBay geht massiv zurück, obwohl es billiger wäre. Und wir hatten jetzt, glaube ich, eine Umfrage gemacht, wer sich für eine Masterclass bei eBay interessiert, aber kommen jetzt auch so ein paar tausend Leute und da war, glaube ich, keine Ahnung, also das war so, also im Prinzip das, also die Wahrnehmung, das ist ja immer so ein bisschen, also Reality is Perception, ja, also irgendwann bist du halt irrelevant, ja klar, auch mit 8 Milliarden Umsatz, glaube ich, oder Gewinn waren es, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall ist es massiv profitabel, aber irgendwann sagt sich jeder, der sozusagen auswählen muss, seine Budgets steuern muss, sagt so, okay, eBay, who? Also ein bisschen wie Yahoo wahrscheinlich, also es irgendwann hast du den Anschluss wirklich verpasst. Also es funktioniert schon noch und natürlich hat das ist schon ein Volumen da. Jetzt will ich es nicht kleiner reden, als es ist, aber da gebe ich einem Zalando und den anderen Plattformen, die jetzt hochkommen, mehr Chancen jetzt perspektivisch als einem eBay, wenn sich da nicht grundsätzlich was bewegt und man auch eine Wachstumsdynamik sieht, weil der Markt ist da, im Prinzip die ganze eBay-Klientel ist ja auch prädestiniert dafür. Also das ist im Prinzip, alles spricht für eBay und dass das Geschäft boomt und ist eher überraschend. Also und dann kommen eben die Wish und andere, die dann die Bresche springen. Aber ich will noch kurz hier die Frage. Ja, was ist eure Einschätzung? Welche Trends seht ihr bezüglich Amazon und Fashion? Ich wundere mich, dass sie sich immer noch so schwer tun, obwohl sie ja schon ein paar Konzepte hatten wie Yavari und so weiter, wo sie es eigentlich auch gekonnt haben. Also ich bin im Gegensatz zu anderen nicht der Überzeugung, dass Amazon der große Fashion-Player wird. Also in Bekleidung, ja, so Basics und alles, was nach Farben, Größen und so sortiert werden kann, sehr stark. Da gehen sie auch in Eigenmarken rein und wunderbar. Aber jetzt das, was ein Zalando macht oder drüber, man sieht ja auch, wie viele Fashion-Player es gibt. Ein Asos, ein Boohoo ist jetzt hochkommen, Boost in Skandinavien oder Stitch Fix und andere, also die ja wirklich Mode versuchen zu verkaufen, sich Gedanken zu machen, wie inspiriere ich. Amazon versucht das sehr stark, aber ich glaube, ich habe mir das jetzt auch die letzten Tage überlegt, jetzt wenn man wirklich mal von den Kundengedanken her kommt, um den Kunden herum Unternehmen zu bauen, und dann sieht man ja auch, wie tickt ein Amazon-Kunde und passt da dieses Modethema hinein in die ganze Entertainment, Buch und klassische Welt. Ich glaube, das ist schon sehr auf Bequemlichkeit, Einfachheit getrimmt und kommt auch wunderbar voran. Aber Mode ist sehr, sehr quer. Und ich habe mich gewundert, und Amazon hat ja, ich meine, sie haben noch einen Seppus und sie haben schon noch auch andere Angebote, aber bei VIP hat nicht geklappt. Und Javadi haben sie eben auch wieder eingestellt und andere. Also Stylebop gibt es noch, Style Shop heißt es, also ihr Modeangebot. Sie machen schon noch, aber sie kommen, finde ich, nicht so, es liegt ihnen nicht so im Blut, und ich glaube, das ist das ausschlaggebende Kriterium. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass das Feld andere übernehmen werden. Außer Amazon kauft wirklich nochmal was dazu, aber das hat sich auch nicht so bewährt. Also, ja, man muss natürlich auch sagen, wenn du 180 Milliarden Umsatz machst und du hast ja auch intern, also ich habe auch einen schönen Podcast gemacht mit dem Thorsten Schero, der jetzt Rebuy macht, der 10-11 Jahre bei Amazon war, und er sagt halt irgendwie, du hast natürlich auch extreme Budgetverteilungskämpfe innerhalb von Amazon, und du sagst, alles, was jetzt so ein bisschen off ist und was so ein bisschen komplexer ist, da sagt sich Amazon, ja okay, aber dann machen wir doch die drei Sachen erstmal, ja, und dann, also insofern, wie nah ist es dran, also dieses Kuratieren, ja, Inspiration und so weiter, dafür steht Amazon noch nicht, ja, und glaube auch eher, es akquisitorisch wahrscheinlich zu lösen, dafür gibt es genug Cash, ja, aber das ist so, da gibt es, glaube ich, andere Felder, die dann Amazon eher aufrollt, also ist zumindest meine Marktwahrnehmung. Man soll bei Amazon auch nie sagen, also sie haben jetzt ja durchaus auch schöne Services im Kontext mit Echo und gestartet, auch wie heißt das, auch Amazon, Prime Wardrobe heißt Prime das, Wardrobe, nur kommt Schutz nicht da, weil Zalando gerade Wardrobe als App gestartet hat, also Amazon Wardrobe, wo sie einen anderen Ansatz fahren, also ich würde wirklich nie sagen, weil es hat zwar jetzt mehrfach nicht geklappt, es muss aber nicht heißen, dass Amazon nicht einen anderen Dreh findet und vielleicht über eine technologische oder Service-Komponente, die Kundinnen dann anspricht. Die sehe ich gerade noch nicht, aber das sind für mich zwei Beispiele, diese Echo-Show-Geschichten und Prime Wardrobe, wo ich sage, das ist mal ein anderer Denkansatz, das wird wieder vom
von den anderen Playern eher belächelt und also ich fand es genial, aber andere haben das sehr, sehr niedergemacht. Ist ein anderer Kundenzugang, eine andere Kundenbindung. Das wäre so den einzigen Lichtblick, den ich gerade sehe, weil vieles andere haben sie versucht. Ich glaube, was auch vielleicht ein spannender so über Bande gespielt sein könnte, ist, wenn man sich die Akquisitionsstrategie jetzt von Amazon anguckt. Die haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, 10 Akquisitionen gemacht, was sehr, sehr viel ist für Amazon. Normalerweise sind es so 5. Und das ist ganz viel im Bereich, ich hasse ja diese Buzzwords, ja, aber Artificial Intelligence, Machine Learning, Daten und so weiter. Man muss sich das so, ich glaube, dass es eher dann so im Bereich geht, so Product Recommendation, im Bereich genau, und dann wahrscheinlich sozusagen eine Maschine, die dann halt sozusagen eine Kuratierung macht. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass man über den Ansatz dann in ganz neue Produktmöglichkeiten dann einfach auch reinkommt. Das wird man wahrscheinlich schon sehen über die Sprache etc. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber jetzt können wir freundlich sein und kurz vor Schluss Schluss machen. Oder wenn noch eine ganz dringende Frage da ist, würde ich die noch nehmen, ganz hinten. Komme ich schnell. Dankeschön. Also kurz vor dem Hintergrund, was jetzt auch zum Ende gesagt worden ist, aus Markensicht kann ich jetzt dann sagen, vor dem Hintergrund, wie auch Amazon sich entwickelt, jetzt kommt dann Voice, dass es eigentlich als Marke überhaupt keinen Sinn mehr macht, irgendwas anderes zu machen, als wie Apple halt irgendwo funktionell überlegen zu sein oder Apple auch in Verbindung und andere Produkte wie Louis Vuitton. Ich bin einfach emotional mit der Kundenbindung so viel weiter. Es wird nie mehr jemand sagen, ich möchte bitte eine Handtasche und Amazon will aus welche. Auch beim iPhone wäre es nicht so, aber ich würde zum Beispiel schon sagen, ich möchte bitte preis-leistungsmäßig die beste Heimkinoanlage und dann ist eigentlich jeder andere außen vor. Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht gegen Marken argumentieren. Ich glaube, dass diese Aufladung, die Marken mitbringen und wenn das Sinn macht, entweder aus der Historie heraus, ich glaube, denke darf nicht so gehen Richtung nur Feature-orientiert. Ja, dann ist es natürlich sehr schwach, aber was Marken ja wirklich schaffen, irgendwie eine Welt zu transportieren und wirklich, dass die Kunden auch sagen, ich suche jetzt eben bewusst das Produkt der Marke. Also Samsung, sage ich jetzt bewusst, Smartphone oder so, dann hat man eine Chance. Alles andere wird austauschbar und da ist es halt, das hat ja mit Mobile schon begonnen, dass sich der Kanal beschränkt, dass das Fenster kleiner wird und dass der Platz kleiner wird und mit Voice wird es eben noch enger. Deswegen würde ich sagen, die Stärke der Marke macht es dann wirklich aus, ob man das noch transportieren kann in dem Kontext, aber das kann man sich ja gut überlegen. Also kann man ist so eine Marke, also ist es eine wirkliche Marke, die für was steht, oder ist es in Anführungszeichen nur eine Pseudomarke, die eben bei anderen mitschwimmt und dann austauschbar wird? Und da lohnt sich aber durchaus auch Investment. Also das kann man ja, ich meine, Sven hat Instagram gesagt oder andere, das kann man ja dann auch spielen, um das entsprechend zu machen. Nur es muss halt wirklich dann auch beim Kunden ankommen. Und deswegen, ich finde, Marken ist ein schwieriges Thema. Eigentlich sage ich schon immer, Marken haben es in der Hand, weil jetzt ist noch die Zeit, wo die Weichen gestellt werden. Und wenn man sich da aktiv einbringt, kann man sehr viel gestalten und eben auch so, es muss nicht alles Amazon gehören, sondern es gibt genügend andere, die da wären und die dann eben auch Marken besser transportieren können. Enjoy zum Beispiel ist ja ein super Beispiel, die werden nie eine Eigenmarke rausbringen, sondern wenn man eben weiß, man arbeitet mit denen zusammen, kann man schon mal eine Facette reinbringen in der Zustellung, in der Art und Weise. Und wie gesagt, die sind nicht nur auf Elektronik festgelegt, sondern die haben jetzt auch mit Uhrenherstellern, machen sie das, dass sie das speziell präsentieren und mit anderen Anbietern zusammen. Also da kann man sich dann überlegen, was kann noch Teil dieser Marke werden in einem digitalen oder Versandkontext, was es bisher vielleicht noch nicht hat, aber was einfach das nicht nur das Überleben, sondern einfach wirklich so die Weiterentwicklung gut bedeuten kann. Also ich bin da immer sehr, ich sehe das immer eher konstruktiv. Im ersten Moment denkt man immer, uiuiui, das ist alles schwierig, weil es wird auch schwierig, wenn man sich nicht weiter bewegt. Aber ich sehe genügend Dimensionen, in die man letztendlich denken kann. Und gerade ist ja in dem Service-Bereich unheimlich viel los im Startup-Bereich oder auch bei den etablierteren Plattformen. Also deswegen hat man als Marke schon gerade gute Chancen, sich da entsprechend neu aufzustellen oder darauf einzustellen, würde ich mal sagen, ein bisschen abgeschwächter. Gut, ich würde sagen, das war's für uns, das Erste. Mats ab. Ja, wir haben noch ein kleines Bewegtbild, aber an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit ja, zu der späten Stunde. Also alle, die Zeit genommen you haben, guys ist, rock. Insofern ist uns eine Ehre und dann haben wir das genau. Quasi noch ein Abschiedsvideo und bedanken uns sehr, sehr herzlich.
geht. Naja. Eine Konferenz in K5 ist extrem wichtig für die E-Commerce-Branche. Denn eins machen wir in Deutschland noch schlecht: Vernetzen. Wenn ich sehe, wie gut das im Silicon Valley funktioniert, ist wirklich wichtig, dass wir hier in Deutschland engere Netze spannen. Dass ich weiß, bei uns gibt's ausreichend Essen. Payment-Lösungen, wer hat das Shop-System, wer macht die Logistik. Leute zu treffen, an einer Stelle konzentriert und dann das Netzwerk aufzubauen, um E-Commerce erfolgreich zu machen in Deutschland, das ist sehr wertvoll. Ich glaube, wie immer bei Konferenzen der Branche, wenn man so will, das E-Commerce ist einfach cool, alte und neue Gesichter zu sehen und sich einfach mal austauschen zu können, vor allem offline, ja, bei den ganzen E-Mails, die man so schreibt. Das ist für mich eigentlich immer das Schönste an diesen Veranstaltungen, deswegen bin ich sehr gerne hier. Ich bin mittlerweile seit 4 Jahren auf der K5, weil das Line-Up einfach krass ist. Also das ist nicht nur auf die Speaker, sondern auch auf die Teilnehmer, das ist das Who's Who der Branche und das sind halt Brands und Retailer auf der einen Seite, das sind dann auch Startups und etablierte Player auf der anderen Seite und das bietet einfach so einen ganz fruchtbaren Austausch für alle. Extrem hohe Relevanz, die K5. Alle wichtigen Player sind hier, das gesamte Ökosystem, das E-Commerce ist hier vertreten. Das ist für mich immer ein Pflichttermin. Ich bin ja auch dieses Jahr schon zum 6. Mal hier, werde sicher auch im nächsten Jahr wieder dazu kommen. Das Schöne ist, wir haben zum einen so diese Standortbestimmung, wo steht die Branche. Zum anderen haben wir auch immer den strategischen Ausblick, was sind die Trends, wo geht es hin. Insofern extrem wichtige und wertvolle Veranstaltung. K5 ist nicht irgendeine Konferenz, die K5 ist in meinen Augen wohl die größte und relevanteste E-Commerce-Konferenz, wo sich Hersteller, wo sich Händler, wo sich die relevanten Dienstleister treffen, sich auf Augenhöhe austauschen. Ich finde es immer toll, dass Sven Ritter, Jochen Grisch es gelingt, dass super Leute auch sprechen und es ist einfach wie ein Klassentreffen. In diesem Sinne, alle herzlich eingeladen am 3. und 4. Juli in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank.